Tag allerseits. Erneut eine Runde durch den schönen Odenwald. Heute im Nissan GT-R R35 MK4, Baujahr 2019. Also die aktuelle Variante des GT-R. Bevor wir jetzt hier so ein bisschen Berg und Tal Gas geben, müssen wir erstmal gucken, dass wir die Kiste warm gefahren bekommen, was bei dem GT-R schon so ein bisschen dauern kann. Aber ich bin auch immer ganz froh, wenn ich noch Zeit habe, ein bisschen das Gelände zu scannen und mal so hinter die Ecken und in die Büsche zu gucken, ob da vielleicht irgendwo der Oberförster mit der großen Radarflinte auf der Lauer liegt, weil wenn wir schon gezwungen sind, hier und da mal die Höchstgeschwindigkeiten zu überschreiten, sind wir natürlich interessiert, dabei nicht unbedingt allzu oft auf dem Foto aufzutauchen. Ja, zurück zum Auto. Ich muss kein Hehl draus machen, ich bin ein Fan von den GTRs. Besonders den MK4 finde ich sehr schön. Die Modifikationen, die man da an Front- und Heckschürze vorgenommen hat, an den Seitenleisten, ist durchaus gelungen. Ein Auto, das es schon relativ lange gibt, wurde damit nochmal ein bisschen aufgepeppt, ein bisschen verjüngt. Diese scharfen Kanten stehen ihm gut. Ich finde, dagegen sieht der MK3 fast ein bisschen altbacken aus. Und auch im Innenraum hat man so ein paar Sachen verändert. Das Kombi-Instrument. Es wurde ein neues Lenkrad verbaut, die Mittelkonsole ist etwas aufgepeppt, größeres Display, bessere Auflösung, komme ich später vielleicht nochmal drauf. Also alles in allem aus meiner Sicht eine runde Sache. Mir gefällt es gut, ich weiß, es gibt viele, die sagen, ach, hässlicher Japan-Bomber, wie kann man nur. Aber ich stehe auf die Godzilla-Tiere und ja, er liefert ja auch ganz gut. Also mich stört es nicht, mir gefällt es und das ist ja die Hauptsache. Ja, kommen wir mal zum Thema Leistung. Wir beschäftigen uns ja schon länger mit den GTRs. Und wir hatten letztes Jahr ja auch den MK3 im Performance-Test. Wir hatten ja hier auch als Vorgänger den 2016er MK3 Nismo. Das heißt also, wir haben doch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und auch schon die ein oder andere Kiste getuned. Und tendenziell ist es so, dass sie doch gerne mal von der Leistung und auch von den Beschleunigungsdaten so ein bisschen an den Angaben von Nissan vorbeischrammen. War hier auch nicht anders. Also Nissan sagt ja 570 PS, 637 Newtonmeter, das haben wir nicht ganz gepackt, wir waren hier so bei 559 PS, Drehmoment kam hin. In Verbindung mit unserem Tuning sind wir dann bei 615 PS und 723 Newtonmetern gelandet, was also leistungsbereinigt auf die tatsächlich Serienleistung 56 mehr PS und 86 Newtonmeter mehr Drehmoment sind. Das klingt jetzt gar nicht so spektakulär, macht sich im Fahrbetrieb aber doch deutlich bemerkbar. Gerade so über 4,5 reißt er echt drastisch besser an, macht sich deutlich spürbar bemerkbar, besonders wenn man die Variante mit der App-Steuerung hat und dann nochmal umschalten kann zwischen Serie und Mehrleistung, dann kann man das schon deutlich spüren. Und ich glaube auch, wenn einer auf dem Beifahrersitz mitfährt, dann bekommt er das mit, weil das gibt doch nochmal ein anderes Bauchgefühl. Wenn wir so zu den Beschleunigungswerten kommen, ist es auch hier wieder so, dass die 2,8 Sekunden, die Nissan in Serie angibt von 0 auf 100, die hat er, ich sag fast natürlich, nicht gepackt. Realistischer Wert ist hier 3,1. Wir waren dann in Verbindung mit dem Tuning wieder auf 2,8. Ist natürlich klar, dass man jetzt in Verbindung mit der Mehrleistung nicht eine Sekunde mehr oder sowas erwarten kann. Und man muss auch sagen, da setzt auch irgendwo die Physik Grenzen. Es hat ja auch immer ein bisschen was mit Temperaturen und Traktion zu tun. Und 2,8 ist ja jetzt auch kein Dreck. Da ist man schon eigentlich vorne mit dabei. 100 auf 200 waren wir bei 6,5. Zum Vergleich mit dem MK3 sind wir bei 7,2 Sekunden gewesen. Also auch das kann sich sehen lassen. Ja, ich weiß, wir hatten ja auch einen 911 Turbo S letztes Jahr im Test, also genau genommen den 991.2 Turbo S. Der kann das natürlich alles noch eine Ecke besser, ist noch aggressiver und ist auch noch wesentlich kompromissloser, was die Launch Control und diese Geschichten angeht. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist auch ein Auto, was dann eine ganze Ecke mehr kostet als der GTR. Das darf man nicht vergessen. Die Basisversionen des GTRs sind ja für einen Supersportler oder für einen Performance-Sportwagen doch durchaus eher kostengünstig, wenn man es mit anderen Fahrzeugen vergleicht. Beim Nismo ist es natürlich anders, der kostet dann mittlerweile auch 200. Aber wie gesagt, der Basis-GTR, der ist natürlich vom Preis her nicht zu vergleichen mit dem 911er. Von daher muss man da vielleicht auch ein paar Zugeständnisse machen, was die Leistung und die Performance angeht. Das Fahrwerk kommt mir eigentlich sehr entgegen. Man hat auch hier, wie für andere Sachen, noch drei Einstellvarianten von Komfortabel bis R-Variante. Würde ich jetzt nichts verändern dran, passt so gut. Es ist überschaubar, wo das Auto hingeht, was es will. Man erlebt keine Überraschungen. Das Fahrwerk ist
gut beherrschbar und ich muss sagen, ich bin da ziemlich zufrieden damit. Die Traktionskontrolle kann man jetzt leider nicht komplett abschalten, also kann man schon, aber da verliert man die Garantie. Wobei ich sagen muss, die ist schon relativ sportlich geregelt, das heißt, man hat die Möglichkeit, so ein bisschen übersteuern zu erzeugen und es gibt auch schon mal durchdrehende Räder, obwohl es ja ein Allradler ist und noch diese Traktionskontrolle da ist. Also die Traktionskontrolle hat schon eine sportliche Abstimmung und wenn man nicht gerade auf der Rennstrecke unterwegs ist, kann man durchaus damit leben, dass man die nicht abschalten darf. Die Themengarantie haben wir schon öfter mal erörtert, dass es bei Nissan so eine Sache ist, dass sie da ziemlich rigide sind, dass es auch mal Geld kostet, wenn man gegen irgendwas verstößt und dann wieder rein will. Das hat Porsche mit Sicherheit besser gelöst. Aber das ist nichts Neues, haben wir ja im einen oder anderen Raw und im einen oder anderen Anschluss an irgendwelchen Tests schon diskutiert. Ist halt mal so, kann man nichts dran ändern. Die Lenkung ist auch Geschmackssache, würde ich sagen. Also um die Mittelachse rum war sie mir so ein bisschen steril, musste ich mich erst dran gewöhnen. Aber man kommt doch dahin, wo man will und man kann das Auto irgendwo an den Punkt bringen, wo man es gerne hätte, im Zusammenspiel mit dem Fahrwerk. Also würde ich da auch keine allzu großen Kritikpunkte setzen. Anders sieht es aus mit dem Getriebe. Also zumindest in dem automatischen Schaltmodus, finde ich, ist es verbesserungswürdig. Geht aber so durch alle GTR-Versionen. Ich habe zwar auch immer zwischendurch von den Nissan-Leuten gehört, sie hätten jetzt was verändert und sie hätten die Software angepasst und hier und da. Aber es bleibt dabei, auch wenn die sagen, es würde sich adaptiv verhalten, das sehe ich nicht. Ich bin eigentlich immer relativ forsch unterwegs. Und das Getriebe passt sich trotzdem nicht meinem Fahrstil an. Will also sagen, wenn ich einen Kickdown mache, vergeht schon mal eine Gedenksekunde, auch in der R-Variante, bis er dann runterschaltet. Und es kann einem auch gerne mal so gehen, dass er nicht mehr runterschaltet, obwohl er noch könnte. Oder aber, dass er, wenn er zwei Gänge runterschalten könnte, nur einen Gang runterschaltet. Ist also für ein performanceorientiertes Fahren relativ ungeeignet, will sagen, man ist gezwungen, im manuellen Schaltmodus unterwegs zu sein, was ja kein Problem ist mit den Schaltpedals am Lenkrad. Da sieht es dann anders aus, da schaltet er willig und zügig und man erreicht dann auch das, was man beim performanceorientierten Fahren braucht. Ist nicht ganz auf dem Niveau der Schaltgeschwindigkeit vom 991.2 Turbo S, aber es ist eine gute Ausgangsbasis, mit der man tatsächlich gut arbeiten kann. Die Bremse ist nur in Anführungszeichen eine Stahlbremse, da würde ja der ein oder andere vielleicht irgendwelche Verbundwerkstoffe oder Carbon erwarten. Aber auch das ist kein Problem, obwohl das Auto ein relativ hohes Gewicht hat, ist die Bremse standfest und zuverlässig. Man kann auch bei wiederholten heftigen Einsatz davon ausgehen, dass er einen zum Stehen bringt. Und ich finde auch, die Abstimmung von dem ABS ist sportlich gut gelöst. Heißt also, wenn ich bewusst zu schnell in eine Kurve reinfahre und nehme dann in Kauf, dass ich eigentlich gezwungen bin, zumindest in Teilen der Kurve auf der Bremse zu sein und dann bei starker Verzögerung das ABS einsetzt, dann bin ich trotzdem in der Lage, mit dem ABS gut um die Ecke zu kommen. Das dosiert für meinen Geschmack sehr sportlich und da habe ich nichts dran zu meckern. Also auch das Zusammenspiel von ABS und Bremse finde ich gut. Und für mich gäbe es jetzt keinen Grund, da irgendwie über eine Carbonbremse nachzudenken. So wie es ist, ist es gut, kann man prima mit leben. Ein Klappenauspuff ist auch von Werksseite aus verbaut, wobei der eher sehr dezent ist, will also sagen, wenn ich im Leerlauf die Klappe auf- oder zumache, dann merke ich da kaum einen Unterschied. Man hört ein leichtes Klicken und er blubbert ein bisschen mehr. Aber ist jetzt nichts, was einen vom Hocker reißt. Wenn man dann im R-Modus unterwegs ist und gewisse Drehzahlen erreicht, dann fängt der Motor doch überraschend gut an zu schreien, wo ich dann sagen muss, das wäre mir jetzt eigentlich laut genug, mehr brauche ich da nicht. Dann kann es auch schnell schon wieder störend sein. Ist also auch was, womit ich leben kann, wo ich keine Veränderungspotenzial für mich sehe, zumal mir auch so die Auspuffrohre hinten, wie sie in Serie sind, tatsächlich gut gefallen. Also dem einen oder anderen wird es zu leise sein. Für mich ist es absolut in Ordnung. Weiterer Kritikpunkt von meiner Seite ist das Kommunikationssystem. Also einerseits das Navi finde ich einfach die Kartendarstellung nicht mehr zeitgemäß, die Auflösung und auch die Bebilderung ist eigentlich eher sehr oldschool. Ist aber ein generelles Problem bei Nissan. Wir haben ja auch noch andere Nissans im Fundus, ob das jetzt ein Navara ist oder was auch immer. Habe ich das Gefühl, dass es das von der Basis her alles dasselbe ist, was da so verbaut wird. Weiterer Kritikpunkt ist die Spracherkennung, die funktioniert bei mir eigentlich immer schlecht. Mag aber auch daran liegen, dass ich hessisch babbel.
Ist aber auch nichts, was mich jetzt sonderlich stört. Wenn man den USB-Port benutzt, dann ist die Kommunikation mit iPods meistens mit einem leichten Delay versehen, wenn man so ein bisschen durch die Lieder blättert. Aber auch das ist kein so großer Mangel, zumal es über Bluetooth dann wesentlich besser geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Ding, weil es liefert, weil es Spaß macht, weil es vorangeht. Scheiß auf das blöde Navi, ich brauche das Navi sowieso nicht. Hätte mich auch gestört, wenn nicht gestört, wenn der gar kein Navi hätte. Aber man muss es ja halt mal erwähnen, wenn es um irgendwelche Testgeschichten geht. In der Kritik stehen auch immer irgendwelche Ersatzteilpreise. Ja, okay, das ist alles ziemlich teuer, wenn man im Bereich Getriebe, Motorkomponenten was braucht. Beim Service muss ich aber sagen, hält sich es in Grenzen, wenn ich es vergleiche mit AMG oder mit BMW M5 oder mit irgendwelchen Porsches, dann ist es da im normalen Rahmen. Auch die Kiste hier war jetzt vor wenigen Tagen in der großen Inspektion oder in der Jahresinspektion, wie sich das nennt, hat gekostet 760 oder 770 Euro. Ist kein Schnäppchen, ist mir schon klar, aber ist im normalen Rahmen dessen, was man halt für so ein sportliches Fahrzeug dann mehr oder minder überall ausgeben muss. Das war's an der Stelle eigentlich schon. Wir kommen jetzt schon fast wieder ins Heimatort. Ich hoffe, ich konnte ein paar Informationen liefern. Und ich denke, wir werden uns auf der nächsten Runde mit dem TCR oder auch mit dem WRX STI hier im Odenwald sehen. Bis dahin, haltet euch munter und denkt dran, rechts wird Gas gegeben. Wiederhören.